So, YouTube. Willkommen zu 10 Days to Die. Wir sind wieder da. Wir sind immer noch in der Kabine. Ich habe mal beide Autos da vorne abgebaut. Das war jetzt nicht so spannend. Hallöchen. Wir gehen mal durch die Seitentür. Und da ist schon die Mama, die auf uns wartet. Oder wartete. Das sieht mir gefährlich aus. Viele Stockwerke, viele Ecken. Aber auch Bücherregale. Oh. Was haben wir gelernt? Ich weiß es gar nicht. Wir sind einfach schon wieder überladen. Ich könnte Sachen ins Fahrrad packen, nicht? Aber gut, das, was ich hier finde, ist auch alles irrelevant, nicht? Ja, selbst Wasser. Ich brauche alles, nur kein Wasser. Nägel wären vielleicht noch gerade so interessant. Nicht, aber auch Kaffee und Co. Eigentlich alles nicht so wichtig. Vielleicht eine bessere Ranch oder irgendwas. Das könnte ich schon gebrauchen. Ich hoffe, die können wir demnächst auch selber herstellen. Ich meine, wenn wir was Gutes finden, kann ich immer noch zum Rad gehen, nicht? Waren das alle? Oh. Pillen zum Beispiel. Pillen über Goldenrod. Oh. Die Mod haben wir, aber das können wir anstatt... Hier, Hopfen. Patronen auf jeden Fall. Wichtiger als hier so einzelne Samen, nicht? Oh. Jucker, da habe ich nicht mehr so viel. Kaffee können wir hier lassen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh ja. Nein, habe mein Game nicht pausiert. Meldung, erscheine auf meinem Bett. Natürlich hast du das Game pausiert, wenn diese Nachricht kommt. Das wissen wir doch alle. Niemand kann in diesem Spiel sterben. Wow. Alter. Das ging aber ratzifatzi. Der war schnell da. Ja, das verrottene Fleisch kann da weiter verrotten. Okay. Das sieht auf jeden Fall tödlich aus, wenn man hier falsch fällt. Ich glaube aber, das Wichtigste haben wir, oder? Ah ne, ist ein Müllhaufen. Ich dachte, da liegt jemand. Oh, Eisen drin. Entschuldigen Sie, wir haben schon die Heizkosten bezahlt. Wir brauchen keine mehr. Danke. Mann, Mann, Mann. Oh. Oh. Da ist noch irgendein Vieh.
Ich würde sagen, haben wir erstmal gut gelernt. Noch eine Werkbank. Ah, zerstört, nicht? Ja. Ich fand's früher geil, dass man auch nicht zerstörte Sachen finden konnte in der Welt. Ah, Zement. Was heute mal alles zerstört, ist ein bisschen blöd. So, das gibt nicht so den Erfolg. Oder es ist so selten, dass ich es noch nicht gefunden habe. Das Rad fährt einfach von selber. Was macht er da? Er schreit nach einem Pfeil, höre ich. Ja, sie will auch. Ist auch mal gut jetzt. Oh, ein Hühnchen. Verdammt. Ja, müssen wir dicht daran. Ah, brauchen wir auch nicht wirklich. Hey. Hühnchen ist resistent. Schieße mal knapp daneben, kann das sein? Schieße ich? Ich sehe halt nicht, ob ich den vor die Füße schieße. Bin einfach zu weit weg, nicht? Ah. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. So. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt ausnehmen kann, aber für die Federn. Doch, geht. Sehr gut. Danke. Wo war der? Egal. Ab zur Base. Space of Base. Base of Space. Und für alle, die aktuell zugucken, denkt dran, morgen ist der große Geotastic-Abend wieder, wie jeden Freitag. Bedeutet Google Maps, wir reisen rum, wir entdecken die Karte und holen uns die vollen 18.000 Punkte, egal wie lange es dauert. Und wenn wir in Indonesien 2 Stunden unterwegs sind, dann sind wir 2 Stunden unterwegs. Nee, wenn es zu schlecht ist, der Startpunkt, dann skippe ich auch manchmal. Aber ansonsten, wenn er einigermaßen schaffbar ist und nicht irgendwie technisch Probleme macht, dann ziehen wir da voll durch. Ich liebe halt Erkundungssachen. Und die echte Welt zu erkunden, ist immer noch am größten bisher. Irgendwann werden Spiele da vielleicht nachziehen, aber ja. Deswegen Geotastic. Deswegen, wir brauchen noch ein Keyword, nicht? Ich habe in den ganzen Aufnahmen noch gar kein Keyword gesagt, damit ihr, falls ihr folgt oder liked, 4 Likes heute nur, ich bin ein bisschen enttäuscht. Was brauchen wir denn da für Keywords? Ich würde sagen, das heutige Keyword ist Bike, oder? Ja. Also wenn ihr irgendwo subscribed und einen Kommentar da lassen wollt oder auf Instagram einfach nur kommentieren wollt, den neuesten Short kommentieren wollt, dann, und ihr wisst halt nicht was, dann nutzt einfach das Keyword Bike. Denn heute sind wir das erste Mal mit dem Rad in 7 Days to Die unterwegs und ich glaube, da ist das Rad als Keyword, Bike, Fahrrad, wie auch immer, eine gute Wahl. Dann weiß ich, ihr habt diese Folge hier gesehen oder im Livestream zugeguckt. Gerne auch in den Chat kommentieren. Und ich hoffe für uns alle, dass die richtig heißen Tage vorbei sind. Auf jeden Fall, was ich schon entschieden habe, egal wie teuer es in die Stromkosten gehen wird und wenn es mich 1000 Euro im Jahr kostet, es muss eine Klimaanlage her. Weil so wie heute ist es wirklich unerträglich.
Oh. Was heute auch unerträglich sind, sind technische Störungen, aber ich hoffe, die Aufnahme ist wenigstens flüssig. Das ist das Wichtige, dass die am Ende zusammenhängend ist für euch und ihr seht, was ich für ein Chaos mache. Aber grundsätzlich, Ratte ist schon ganz nett, nicht wahr? Das funktioniert schon. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Stahl- oder Eisenstahl, Stachelfallendinger, Kiki, der Doxy. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und Stacheldraht, aber ich glaube, den richtigen Stacheldraht, den man setzen kann, den gibt es gar nicht mehr, nicht? So Stacheldrahtzaun ist das Einzige, was ich gesehen habe. Früher habe ich immer so Stacheldraht auf den Boden gesetzt oder über irgendwelche Sachen. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann bauen. Oder ob wir das jetzt überhaupt schon bauen können. Ich glaube nämlich eben, dass wir das nicht können. Au. Ach, scheiße. Das Rad hat aber auch unendlich viel Vorschub. Das ist auch crazy. Crazy like I'm fire. He's crazy, daddy cool. Na, wie ging das? Oh. So, hier ist unser Turm, nicht? Oder hier wird der Turm drauf gebaut. Zumindest ist da die Idee da. Wir können auch noch nach da hinten, aber vielleicht bauen wir auch da den ersten und den zweiten in die Richtung, wo wir mehr Bauplatz haben. Wäre auch eine Option. Haben wir irgendeinen leeren Platz? Nee, haben wir nicht. Oh, das ist ja blöd. Das könnte man kurz. Sonst muss ich zweimal gehen. Dann gehen wir schnell zweimal. Gehen wir schnell zweimal. Ah, ich kann nicht bauen ohne Steinaxt, nicht? Stimmt. Okay. Mal kurz wegsortieren. Dann können wir gleich nochmal runter. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt aufnehmen muss. Ich könnte es hier wahrscheinlich auch stehen lassen, oder? Wir können so einen Unterstand für das Ding bauen. So eine Garage. Okay. Ey, runter mit uns. Wir haben so viel Zeug. Verdirbt das Fleisch? Verdirbt nie, oder? Na gut. Die Sachen da rein. In die Modkiste die Sachen. Pfeile dahin. Eisen haben wir dort. Pfeilspitzen haben wir dort. Sehr gut. Da
Das kann da rein. Und dann müssen wir das Ganze wegkriegen. So, hier kam rein diese Autosachen. Aber ich glaube, auch hier haben wir gleich... Hier müssen wir die Munition in andere Kisten lagern, glaube ich. Wir haben einfach zu viel. Was ja nichts Schlechtes ist, nicht? So, 300 Pfeilspitzen. Da können wir also auch gleich die Pfeile nochmal machen. Da haben wir auch nochmal ein Stack mehr. Oder sogar zwei Stacks. Das ist super. Messingdinge haben wir auch nochmal Stacks. Auch gut. Und dann brauchen wir nochmal Holz. Oh, Steine. Steine können wir auch ein bisschen mehr nehmen. Und können wir die hier herstellen? Eisenpfeile. Dann habe ich nämlich mein Inventar nicht so zugeballert. So. Ich habe bei mir auch mittlerweile für jede Munition eine eigene Kiste. Anders geht's nicht, ja. Wir brauchen auf jeden Fall eine Lagerhalle oder irgendwas. In der fernen Zukunft. Und ich würde jetzt mal sagen, wir trinken Kaffee. Eher. Und... ja gut, wir können hier wieder Wasser rausnehmen, nicht? Oh, dann kann der da weiter sammeln. Oh, die sind fertig. Dass es hier nicht einfach Ernten gibt oder sowas, finde ich auch komisch. Okay, da haben wir auf jeden Fall mehr von. Und 8 Jucker-Dinger, dann würde ich sagen, dann machen wir die Jucker auch wieder hin. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich gerade brauche, nicht? Ich glaube, es gibt auch noch irgendeinen geilen Tee, den man noch aus erweiterten Sachen davon machen kann. Okay. Müssen wir hier was anschmeißen? Nö, oder? Hier sind noch ein paar Pfeilspitzen. Na gut, kannst ein bisschen Holz kriegen. Weiß nicht, es dauert keine 5 Minuten. Hast du noch was zum Einschmelzen? Aber auch nicht mehr so viel. Haben wir, wie viel Eisen haben wir? 900. Ich würde es mir mal aufheben aktuell. Und... dann können wir nämlich... Tadada. Hier habe ich schon ein bisschen gebaut. In den Untergrund. Und unseren Weg nach unten bauen. Es ist so die Frage, finde ich die richtige Richtung? Weil das ist ja so dreieckig, nicht? Ah, das ist ein Problem vielleicht. Ich werde nicht herausfinden, in welche Richtung wirklich der Dings liegt. Aber hier unten können wir auch Sachen denn verstauen, verstecken und, nicht? Ich glaube, das ist eine gute Option. So, wir trinken mal den Kaffee. Und wir können mal gucken, haben wir hier, guckt mal, wir haben hier doch noch Sachen fertig. Kriegen wir da auch nochmal Erfahrungspunkte. Wir leveln halt nicht mehr so schnell aktuell, nicht? Weil ich halt weniger Zombies gemacht habe jetzt. In den letzten 3 Tagen. Und mehr gesucht und gefahren bin. Durch das Rad. Das Rad verleitet auf jeden Fall, ja, Dinge zu tun, die man vorher nicht gemacht hätte.
Auf jeden Fall gibt es gut Stein, nicht? Wir brauchen Stein. Von daher kann das nicht verkehrt sein, sich hier einfach runter zu graben. Dann können wir Cobblestone herstellen und dann können wir erstmal alles aus Stein bauen, was wir jetzt neu bauen an Verteidigungssachen. Das Gute ist, dass in der letzten Horde-Nacht wirklich nichts so dramatisch kaputt gegangen ist, dass man sagen müsste, oh weh, wir müssen jetzt alles neu bauen, nicht? Wenn da oben jetzt eine Horde kommt, dann wird die einiges einreißen, okay. Aber ich glaube nicht so dramatisch. Außer da ist ein Werbär dabei oder sowas. Dann haben wir ein Problem. Aber gut. Wahrscheinlich ist gerade eine Horde mit einem Werbären oben. Ich weiß gar nicht, ob man die durch die Map fallen kann, wenn man nach unten baut. Nee, du kannst bis zum Bedrock bauen. Da macht das Klang, so wie früher, wenn du beim Händler gegengeschlagen hast oder was aufnehmen willst jetzt. Das heißt auch der Bedrock-Sound oder so. So tief musst du eigentlich nicht bauen, nicht? Aber je tiefer, desto weiter bist du weg von etwaigen Problemen. Da. Da ist er. The Bedrock Sound. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen Weg nach unten. Oh. Und wenn wir das zweibreit bauen, dann könnten wir unten zum Beispiel auch sowas wie Heuball machen. Dann kannst du da auch runterfallen, ohne dass du dir was brichst. Ich weiß nur nicht, ob es aus der vollen Höhe geht. Früher ja, aber inzwischen. Ich habe knapp 1K Spielstunden und habe mich jetzt noch nie so tief gebaut. Ja, guck, jeder spielt anders. Und es ist auch schön, wenn man auch mal was Neues sieht, was man vielleicht noch nicht kannte und vielleicht neue Ideen dadurch kriegt, nicht? Deswegen sage ich ja immer, wenn du immer nach diesem gleichen Spielplan spielst und jeder macht das Gleiche, dann geht so viel von Spielen verloren und bleibt unentdeckt. Und falls ihr irgendeinen Guide bei, sag ich mal, WoW folgt, der euch verspricht, alles am besten zu haben, dann denkt immer daran, das sagt der, aber ist das auch so? Vielleicht gibt es ja doch noch den besseren Weg, den nur ihr aber entdecken könnt, weil ihr die einzigen seid, die so kreativ genug seid. Ja. Okay, ich würde sagen, wir müssen in die Richtung bauen. Das heißt, von der Leiter in die Richtung. Oh, die Leiter habe ich in die falsche Richtung gebaut. Das ist doof. Oh Mann, dass man sich so dicht selber blockieren kann. Also die Entfernungsdinger sind echt schwierig in dem Spiel, finde ich manchmal. So. Aber dann nutzen wir die Nacht wenigstens noch halbwegs sinnvoll jedes Mal. Ja, wie gesagt, in den nächsten Aufnahmen versuche ich das zumindest für die in der Aufnahme zu gucken, bisschen wegzulassen, nicht? Aber jetzt wisst ihr so, was das Ziel ist. So beim ersten Mal. Vielleicht noch ganz spannend. Vielleicht wusstet ihr auch nicht, dass man so tief bauen kann und dass es da diesen Bedrock-Song gibt. Habt ihr vielleicht auch noch was gelernt. Dann ist das schön. Boah, ist aber echt schon tief, nicht? Na? So. Immer noch so viele. Boah. Kam mir gar nicht so tief vor.
Ah, unten war auch alles richtig. Okay. Jetzt muss ich nochmal hoch, damit ich weiß, welche Richtung die richtige war. Die hier. Also in die Richtung hier. Wollen wir schlagen. Ich hoffe, das kriege ich nicht genau hin. Also ich hoffe, ich krieg's genau hin, aber ich weiß, ich krieg's nicht genau hin, nicht? Weil wir immer zwei treffen gleichzeitig dann. Das ist halt blöd, dass das Haus schräg zu dem ganzen Zeug steht. Und man sieht hier auch nichts. Wir brauchen eine Grubenlampe oder sowas. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Verbesserung. Oder Fackeln kann man noch hinhängen. Aber da muss das Ding auch zwei breit werden. Aktuell können wir keine Fackeln hinhängen. Wäre auf jeden Fall aber sinnvoll, wenn das hier unten zumindest beleuchtet wäre in irgendeiner Weise. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch mal einen Kaffee. Aber der Gang nach unten, den könnten wir auch später fertigstellen. Er bringt jetzt nur gerade gut Stein, nicht? Das ist eigentlich das Wichtigere von ihm aus, dass er einen Stein bringt. Und wir können obenrum ja auch noch einen Gang bauen. Aber geht doch schon ganz schnell. Level 3 Werkzeug ist schon ganz gut. Und zwischen den beiden baue ich vielleicht eine große Halle oder sowas, wo wir dann die Sachen reinlagern. Und wenn wir ganz geil sind, das habe ich auch schon mal gemacht, baut man eine ganz lange, lange, lange Rampe. Die... Ich hoffe, hier spawnen keine Zombies. Die dann das Auto oder so runterfahren lässt oder so. Mit mehreren Zwischentüren oder so. Da kann man halt auch noch ein bisschen kreativ sein. Ich weiß halt nicht, wie gut die Zombies inzwischen sind, das alles herauszufinden. Das werden wir sehen. Und mehr als Fehlschlangen kann es ja nicht. Aber wenn der Ausgang außerhalb der Spawn-Reichweite der Zombies ist, in der Horde-Nacht zum Beispiel, dann könnten die da auch ja gar nicht anfangen anzugreifen. Ich weiß halt nicht, ob die dann einfach unten spawnen, aber wenn man dann Gebietsschutzblock hat... Dürfte das ja eigentlich nicht der Fall sein. Weiß ich jetzt nicht. Würden wir dann sehen. Und herausfindig war. Okay. Auf jeden Fall ist schon Tag 24. Wir haben schon echt 3 Tage verballert. Ich weiß gar nicht, so viel geiles Zeug haben wir gar nicht gelootet in der Zeit. Viel Stein, viel Eisen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir haben Cobblestone-Baublöcke. Eigentlich brauche ich die restlichen Tage wirklich nur Eisen, um dann Eisenstachelfallen herzustellen und Stacheldraht. Das ist eigentlich das Einzige, was mir einfällt. Viel mehr brauchen wir gar nicht. Wir sind hungrig. Jo. Ja. Oh. Brauchst doch nicht hungrig sein. 5000 Stein haben wir. Also da können wir auf jeden Fall eine Festung bauen. Genau, nee, wir machen sogar nur noch diesen Tag, also Tag 24. Wir schaffen immer so 3,5 bis 4 Tage pro Tag.
Und ja, ich glaube, es geht mit 7 Days to Die auch erst nächste Woche weiter dann. Sonntags, ihr wisst, Radtour. Ich habe das Rad extra gemacht. Morgen Geotastic Day und Samstag, je nach Wetter, mal gucken, vielleicht noch ein Biergarten-Stream. Ich habe Lust auf Biergarten, vielleicht gehe ich aber auch allein im Biergarten, weil die letzten Biergarten-Streams waren sehr, ja, ernüchternd, nicht? Ich habe halt mein Bier getrunken. Und dann sind wir vorher oder danach noch ein bisschen rumgelaufen durch Leipzig, aber ja, Leipzig ist jetzt auch nicht so riesig, dass man immer was Neues zeigen kann, nicht? Es wiederholt sich dann irgendwann die Wege. Und den Rest hat man dann mit dem Rad auch schon abgefahren. Auch on-stream, also... Okay, ich glaube, jetzt ist er auf jeden Fall erschöpft, die Kurs. Da werde ich auch mal reinschauen, aber bei 10 Days to Die habe ich schon Lust auf den Blutmond. Ja, auf jeden Fall, nächste Woche kriegen wir den nächsten Blutmond hin, denke ich. Obwohl ich auch Kingdom Come Deliverance nochmal spielen musste. Aber vielleicht spielen wir nächste Woche noch 7 Days to Die weiter. Weil wir gerade drin sind, Kingdom Come Deliverance rennt nicht weg. Aber es will ich eigentlich auch nochmal weiterspielen. Die Story ist schon gut, aber es ist halt so hacklig ein bisschen. Na, werden wir mal sehen. Ich würde sagen, ich baue hier noch ein bisschen und wir sehen uns am nächsten Tag zur nächsten Aufnahme wieder. Bis dann und tschüss.